Es ist eine fraktionsübergreifende Initiative. Abgeordnete von SPD, FDP und Linke haben heute gemeinsam einen Gesetzentwurf vorgestellt. Er soll Rechtssicherheit bei der Sterbehilfe schaffen, aber auch sicherstellen, dass unheilbar Kranke Zugang zu Medikamenten haben, wenn sie sich selbst töten wollen. Ein weiterer Gesetzesvorschlag kommt von den Grünen. Das Bundesverfassungsgericht hatte im Februar 2020 das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe ja gekippt. Ja, und erörtern wollen wir diese Gesetzesinitiativen jetzt mit Kolja Schwarz aus dem ARD Hauptstadtstudio. Kolja, wo genau liegt denn die Problematik? Warum jetzt diese Vorlagen? Naja, das Bundesverfassungsgericht hatte im Februar eben gesagt, es gibt ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Das heißt, jeder Mensch darf selbst und frei entscheiden, ob er leben will oder ob er aus dem Leben gehen will. Das ergibt sich aus der Menschenwürde und aus dem Recht, selbstbestimmt über sein Leben zu entscheiden. Und das muss jetzt irgendwie umgesetzt werden. Denn das Gesetz, das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe, das ist damit gekippt worden aus dem Gesetz. Und jetzt gibt es eben diese erste Initiative, diese fraktionsübergreifende Initiative, und die besagt, dass man den Leuten eine Beratungspflicht aufgibt. Also wer aus dem Leben gehen will, der muss sich zunächst in eine unabhängige Beratung begeben und sich da ausführlich beraten lassen. Danach gibt es so eine gewisse Frist, eine Überlegungsfrist von 10 Tagen, bis er dann tatsächlich den Schritt aus dem Leben gehen darf. Und der entscheidende Punkt ist, glaube ich, dass dann Ärzte, die das wollen, kein Arzt wird dazu verpflichtet, aber Ärzte, die das wollen, dann das tödliche Medikament verschreiben können, wenn das wirklich ein freier Wille der Sterbewilligen ist, sozusagen. Und damit würde dann auch Sterbehilfevereinen, kommerziellen Anbietern sozusagen, ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen werden, weil sie dann im Grunde gar nicht mehr gebraucht werden. Es gäbe dann eine kostenlose Beratung und eben den Arzt, der das Medikament verschreiben kann. Mhm. Und dann gibt es jetzt einen zweiten Vorschlag von Abgeordneten der Grünen, Sie haben es gesagt, und der unterscheidet sich nicht wesentlich. Auch da sind es Ärzte, die das Medikament sozusagen dann verschreiben sollen. Aber er unterscheidet sich so ein bisschen, dass er unterscheidet zwischen Menschen, die wirklich unheilbar krank sind und aus dem Leben gehen wollen, und Menschen, die gar nicht krank sind, sondern aus anderen Gründen aus dem Leben gehen wollen. Auch da hatte das Bundesverfassungsgericht gesagt, beiden muss die Möglichkeit am Ende gegeben werden. Man kann sie überzeugen, im Leben zu bleiben. Aber wenn man das nicht schafft, wenn sie aus dem Leben gehen wollen, dann muss es am Ende möglich sein, dass sie das auch tun. Immer wieder taucht ja die Frage nach der Freiwilligkeit auf. Wie soll denn sichergestellt werden, dass niemand etwa von Angehörigen da unter Druck gesetzt wird? Der Entwurf sieht dafür vor allem diese umfassende Beratungspflicht vor, die nicht nur darüber beraten soll, wie die Suizidhilfe abläuft, sondern vor allem auch über Alternativen beraten soll. Zum Beispiel über die Palliativmedizin, aber auch über andere Hilfsangebote, die es da gibt. Und das soll schon mal das ausschließen, also dass den Menschen klar wird, es gibt andere Möglichkeiten. Sie müssen nicht aus dem Leben gehen. Sie fallen hier niemandem zur Last. Auch finanziell ist das möglich. Es gibt andere Möglichkeiten, im Leben zu bleiben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass die Ärzte sich dann wirklich davon noch mal überzeugen sollen, dass die Menschen einen autonomen Willen gebildet haben, dass sie wirklich frei verantwortlich diese Entscheidung getroffen haben. Natürlich wird es immer Einzelfälle geben, wo man das nicht nachvollziehen kann, wo vielleicht irgendwo im Hintergrund ein Druck offen oder auch versteckt ausgeübt wird. Das wird man sicherlich nie ausschließen können. Und wie soll sichergestellt werden, dass Suizidhelfer straffrei bleiben? Das ist im Grunde jetzt schon klar, denn das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Menschen müssen eine Möglichkeit haben, aus dem Leben zu gehen. Und das heißt auch, dass sie irgendwo Hilfe bekommen können müssen. Und deswegen ist es im Grunde jetzt schon so, es gibt kein Verbot mehr der Sterbehilfe. Das einzige Problem ist noch, dass Ärzte da so ein bisschen in einer Grauzone sich bewegen, weil die Berufsordnungen sowohl der Bundesärztekammer als auch von vielen Landesärztekammern dieses Verbot noch aussprechen. Aber auch das dürfte durch das Bundesverfassungsgericht eigentlich nicht mehr rechtens sein, und die Bundesärztekammer wird da im Frühjahr jetzt drüber beraten, wie sie damit umgeht. Und dieses Gesetz würde noch einmal klarstellen, dass es dieses Verbot nicht geben darf. Und wie stehen die Chancen, dass der Vorschlag noch vor der Wahl durch den Bundestag kommt?
Ja, das war den Vertretern dieses Vorschlags ganz wichtig, dass das noch klappt, weil es sonst sich noch mal 2 Jahre hinzieht. Und wir haben jetzt seit 2015 schon so ein bisschen so eine rechtsunsichere Situation. Aber ob das klappt, ist natürlich fraglich. Jetzt muss erst mal eine Gruppe gefunden werden von 5% der Abgeordneten, damit dieser Vorschlag in den Bundestag kommt. Das dürfte noch recht leicht sein. Aber wir haben es schon drüber gesprochen, Abgeordnete der Grünen haben einen Gegenentwurf eingereicht. Und jetzt wird es sicherlich spannend, was macht die Union? Bringt die auch einen Vorschlag ein? Wie wird sie sich dazu positionieren? Zögert sie das heraus? Und dann ist die Frage, schafft man das wirklich noch bis zur Bundestagswahl, da Mehrheiten zu finden? Das wird sicherlich nicht von Fraktion zu Fraktion vorgegeben, sondern das wird sicherlich wieder eine offene Abstimmung sein, in der jeder Abgeordnete dann nach seinem Gewissen das entscheiden kann, was er da für richtig hält. Allerdings muss man sagen, im Hintergrund stehen die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, also komplett einschränken, das geht nicht mehr. Dankeschön, Kolja Schwarz nach Berlin. Sehr gerne.